Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute mal ein relativ anderes Video für euch und zwar fliege ich morgen in den Urlaub. Beziehungsweise wenn ihr das Video sehen werdet, werde ich schon im Urlaub sein. Allerdings dachte ich, dass ich zum Thema Koffer packen, What's in my travel bag, mal ein Video mache. Und zwar kenne ich das selber, dass es super ätzend ist, Koffer zu packen und ich glaube, es geht irgendwie jedem so. Jedenfalls dachte ich mir, dass ich heute mal euch 5 Tipps gebe, wie ihr besser Koffer packen könnt, wie ich immer meinen Koffer packe, wie es leichter ist, Koffer zu packen. Und ich hoffe, das Video gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! Tipp Nummer 1 ist auf jeden Fall, vorher die Outfits zu planen. Unterschiedlich mal auf Reisen ausprobiert und für mich lohnt sich das mega vorher, die Outfits komplett durchzuplanen. Klar, es gibt jetzt Leute, die nicht so mega darauf achten, was sie anziehen im Urlaub. Trotzdem habe ich gemerkt, dass mir das extrem weitergeholfen hat, vorher festzulegen, was ich anziehe, damit man einfach dieses unnötige Sachen, die im Endeffekt blöd aussehen, mitzunehmen vermeidet. Also beispielsweise, ne, man packt 2 Hosen ein und 3 T-Shirts und sagt dann, ja, ich gucke im Urlaub, was ich anziehe. Ich persönlich finde, das ist unnötige Platzverschwendung quasi, wenn man nicht genau weiß, passt das überhaupt zusammen oder man ist dann eben im Urlaub und denkt sich so, ach, das sieht doof aus, ich hätte lieber was anderes mitnehmen sollen. Deswegen packe ich immer genau das ein, wo ich auch weiß, das ziehe ich zusammen an. Also ich lege quasi die Sachen raus und gucke dann, was passt zusammen. Man kann natürlich auch eine Jeans und 2 T-Shirts mitnehmen, aber ich stimme das mit meinen Hosen ab, ich stimme das mit Oberteilen, mit Jacken, mit Taschen und sogar mit Schuhen ab. Also ich gucke wirklich genau, wann kann ich was zusammen anziehen und ich finde, das ist mega hilfreich, weil man dann einfach auch im Urlaub nicht den Stress hat, dass man erstmal überlegen muss, was ziehe ich heute an. Mein zweiter Tipp bezieht sich so ein bisschen auf die Art von Urlaub, die ihr macht. Also wenn ihr in Sommerurlaub fährt oder, keine Ahnung, in Skiurlaub oder so, dann lohnt sich das nicht, das anzuwenden. Aber vor allem bei Städtetrips finde ich diesen Tipp immer mega, mega wichtig. Und zwar ist das der Tipp, nach dem Zwiebelprinzip zu packen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt. Meine Mutter hat das immer so genannt. Und zwar, man weiß nicht, ob gutes oder schlechtes Wetter ist. Das ist zum Beispiel bei mir jetzt auch so. Also die Wettervorhersagen für New York sind sehr, sehr merkwürdig. Also mal ist es gut, mal ist es schlecht. Es ändert sich irgendwie jeden Tag. Deswegen kann ich noch nicht wirklich sagen, was mich dort erwartet. Und deswegen packe ich eben alles ein. Also T-Shirt, Jacke drüber oder ein Pulli drüber, Jacke drüber, kurze, lange Hose. Also quasi, dass ihr immer euch ausziehen könnt, wenn es warm wird, aber wenn es kalt ist, euch eine Jacke drüber ziehen könnt oder ein Pulli. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Das erspart euch einfach, dass ihr falsch packt für den Urlaub oder dass ihr später in einer Stadt seid, wo eine Woche lang schlechtes Wetter ist und ihr habt nur Sommersachen dabei. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Als nächstes kann ich euch schwerstens empfehlen, euch eine Tüte oder, keine Ahnung, eine kleine Tasche oder so rauszusuchen und da alle eure elektronischen Kabel und Aufladegeräte und sonstige Sachen reintut. Ihr kennt das bestimmt, man wirft alles in den Koffer rein und dann findet man nichts mehr und die Kabel sind durcheinander und, und. Also ich tue immer alles in eine Plastiktüte rein und wenn ich, keine Ahnung, kleinere Verpackungen habe, verpacke ich die Sachen auch noch einzeln, einfach damit man direkt in den Koffer greift und weiß, da ist alles drin und da finde ich auch alles wieder. Das kann man übrigens auch beim Handgepäck machen, das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Also wenn man eine große Handgepäckstasche hat, was die Mädels bestimmt kennen, dann tut man auch da alles in eine kleine Tüte, damit man nicht ewig in der Tasche rumwühlt, bis man endlich mal so ein Aufladekabel gefunden hat. Nächsten Tipp habe ich für euch, nutzt Reisegrößen. Das finde ich mega wichtig, denn viele machen das immer noch nicht. Auch seine Sachen immer abfüllen in diese kleinen Fläschchen, die man bei Rossmann oder DM kriegt. Das finde ich auch cool. Irgendwie für mich persönlich hat das nicht so geklappt, weil die bei mir
Brille verrutscht, weil die bei mir öfters auslaufen irgendwie. Ich hatte ein, zwei Mal damit Erlebnis, das war nicht so schön. Dann war der ganze Kulturbeutel eingesaut und deswegen kaufe ich jetzt immer Reisegrößen, aber ich finde, das macht extrem viel aus, denn der Kulturbeutel ist bei mir irgendwie immer das Schwerste, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich versuche es immer zu vermeiden. Und deswegen kauft die Reisegrößen, schmeißt die auch nicht direkt weg nach dem Urlaub, sondern wenn was drin ist, bewahrt die auf, damit ihr sie beim nächsten Mal wieder benutzen könnt. Recycling. Genau, also das macht super viel aus. Ich habe alles in Reisegrößen, also vor allem, wenn ihr zum Beispiel bei Douglas oder, keine Ahnung, in der Drogerie mal Proben bekommt, könnt ihr auch diese zum Beispiel auf Reisen mitnehmen. Das mache ich sehr oft bei Gesichtspflegeprodukten oder Reinigungssachen, die man nicht so unbedingt in Mini-Produkten kaufen kann. Dann nehme ich einfach meine Proben mit. Und das kann man dann auch alles wegschmeißen und auf dem Rückflug ist der Koffer dann meistens auch ein bisschen leerer. Und als letzter Tipp, das mache ich wirklich immer, bevor ich die Sachen in den Koffer packe. Also das sind so zwei Tipps in einem. Packt nicht direkt die Sachen in den Koffer, sondern legt sie zum Beispiel erstmal auf euer Bett. Dann habt ihr einen viel besseren Überblick, was ihr alles mitnehmen wollt und könnt danach nochmal alles durchgehen. Und überlege zweimal, brauche ich das wirklich? Ich weiß, es fällt als Mädchen echt super schwer. Ich kenne das selber. Ich habe immer einen mega vollgepackten Koffer. Aber diese Möglichkeit, einfach nochmal zu schauen, nehme ich wirklich 5 T-Shirts mit oder nur 4 oder brauche ich wirklich alle Schuhe, macht es euch wirklich einfacher. Vor allem, wenn ihr Leute seid, die im Urlaub noch viel einkaufen, so wie ich zum Beispiel. Da solltet ihr diesen Schritt auf jeden Fall machen. Geht alles zweimal durch, überlegt, brauche ich es wirklich? Wenn nicht, dann packt die Sachen wieder weg. Und ja, dann werdet ihr auf jeden Fall einen top gepackten Koffer haben und hoffentlich auch nicht zu viel mitnehmen. Ja, ich hoffe, dieses kurze und schnelle Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt meine Tipps vielleicht mal anwenden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Tipps zum Packen sind. Es interessiert mich nämlich immer, was andere da machen und ob ihr noch irgendeinen Geheimtipp zum Beispiel habt, wie man weniger Sachen mitnimmt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!